Christian Schärpe, 24, Sportkommentator, völlig unerwartet. Christian Schärpe war leidenschaftlicher Fußballer und gab vor kurzem sein Debüt als Kommentator bei dem Streamingdienst für Sportübertragungen DAZN. Jetzt ist er im Alter von nur 24 Jahren gestorben. Die traurige Nachricht bestätigt sein Fußballverein FC Adler Meindorf auf Instagram. Wir trauern um Christian Schärpe. Mit großer Bestürzung und Sprachlosigkeit haben wir vom Tod unseres Spielers Christian Schärpe im Alter von nur 24 Jahren erfahren. Schreibt der Fußballclub zu einem Schwarz-Weiß-Porträt des Sportlers. Christian trat im Alter von 4 Jahren dem FC Adler bei. Durchlief alle Jugendmannschaften und war in den letzten Jahren ein wichtiges Mitglied unserer Seniorenmannschaften. Christian, wir werden dein Andenken stets in Ehren halten. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei den Angehörigen und Freunden, denen unser tiefstes Mitgefühl gilt. Ruhe in Frieden, heißt es weiter. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt. Die Nachricht über Christian Schärpes Tod erschüttert seine Kollegen in Nordrhein-Westfalen. Unter dem Beitrag drücken weitere Vereine ihre tiefe Trauer aus. Wir sind betroffen und übermitteln unser aufrichtiges Beileid. In dieser schweren Zeit wünschen wir der Familie und den Freunden ganz viel Kraft. Stille Grüße aus Spich, kommentiert der erste FC Spich. Unser Beileid, wünschen der Familie, Angehörigen und Freunden viel Kraft, schreibt ASV St. Augustin. Am 7. Januar 2023 teilte Christian Schärpe via Twitter freudig mit, dass er erstmals für DAZN als Kommentator arbeiten durfte. Immer noch ein wenig surreal, wenn ich daran denke, dass ich vergangene Woche mein Debüt am Mikro für DAZN.de geben durfte. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an jeden, der mich seit meinen Anfängen vor über 4 Jahren unterstützt hat, schrieb er zu einem Foto von sich. Verwendete Quellen: Instagram.com, Twitter.com.